Der Nachrichtendienst in Österreich ist dafür zuständig, das Land von Gefahren zu schützen, sowohl von innen als auch von außen. Es gibt grundsätzlich verschiedene Wege, einmal beim Nachrichtendienst Österreich tätig zu sein. Weil dieser Aufgabe eine sehr große Bedeutung zukommt, kann nicht einfach jeder Bürger in Österreich eine Ausbildung beim Nachrichtendienst machen. In diesem Video erfährst du, wie es mit der Karriere beim Nachrichtendienst klappen kann und was du bei Bewerbung und Einstellungstests beachten solltest. Ich wünsche dir viel Spaß mit diesem Video. Wie ich schon zu Beginn des Videos erwähnt habe, geht es beim Nachrichtendienst Österreich vor allem darum, das Land von Gefahren zu schützen. Hier ist die Informationsbeschaffung an erster Stelle. Das ist letztendlich das, was die Nachrichtendienste tun. Allerdings gibt es in Österreich nicht den einen Nachrichtendienst. Tatsächlich sind es drei verschiedene Organisationen, die die Aufgaben eines Nachrichtendienstes in Österreich wahrnehmen. Sehen wir uns also jetzt einmal diese drei unterschiedlichen Behörden genauer an. Der Heeresnachrichtendienst übernimmt in Österreich die klassischen Aufgaben eines Nachrichtendienstes. Wie die Bezeichnung Heeresnachrichtendienst schon vermuten lässt, handelt es sich hierbei um eine Organisation des Bundesheeres. Gleiches gilt übrigens für das Abwehramt. Dies ist auch ein Nachrichtendienst in Österreich. Auch hier gehört wiederum diese Behörde zum Bundesheer, aber das Abwehramt ist vor allem für die innere Sicherheit in Österreich zuständig. Darüber hinaus gibt es noch das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung. Hierbei handelt es sich im Gegensatz zum Abwehramt um eine zivil organisierte Behörde bzw. Organisation. Das bedeutet, hier haben wir es nicht mit einer Organisation im Bundesheer zu tun, sondern hier haben wir es mit einer zivilen Behörde zu tun. Das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung arbeitet auch wie das Abwehramt für die innere Sicherheit. Sprechen wir jetzt einmal darüber, wie man eigentlich eine Ausbildung oder eine Tätigkeit, einen Job beim Nachrichtendienst in Österreich findet. Und hier wird schnell klar, so einfach ist das gar nicht, denn es gibt nicht die eine Ausbildung beim Nachrichtendienst in Österreich. Vielmehr kann man sich bei den anderen Organisationen, wie beispielsweise der Polizei oder beim Bundesheer, bewerben und dann später im Laufe seiner Karriere eine Tätigkeit beim Nachrichtendienst anstreben. Das bedeutet, die Personen, die beim Nachrichtendienst tätig sind, diese kommen in der Regel aus anderen Organisationen. Sie kommen etwa von der Polizei in Österreich oder vom österreichischen Bundesheer und haben dort eine Ausbildung oder ein Studium absolviert. Nachdem sie bereits Erfahrung gesammelt haben als Beamter bei der Polizei oder als Soldatin im Bundesheer, nach dieser Zeit streben sie also eine Karriere beim Nachrichtendienst an und können dann im Laufe ihres Berufslebens dort einsteigen. Und hierbei müssen wir unterscheiden, denn das Abwehramt und der Heeresnachrichtendienst, diese bestehen vor allem aus Personen, die zuvor eine Ausbildung oder eine Tätigkeit als Offizier beim Bundesheer gemacht haben. Dahingegen steht das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung. Wie ich schon gerade erwähnt habe, handelt es sich hierbei um eine zivile Organisation. Das bedeutet wiederum, hier haben wir vor allem Personen, die zuvor bei der österreichischen Polizei tätig waren und nun beim Nachrichtendienst tätig sind. Also sozusagen Personen, die eine Ausbildung, ein Studium bei der Polizei in Österreich hinter sich haben, die auch schon dann Berufserfahrung bei der Polizei gesammelt haben und sich dann für einen Weg zum Nachrichtendienst entschieden haben. Das heißt, es kommt hier schon etwas darauf an, ob man sich für eine Karriere beim Bundesamt interessiert oder ob man sich eher für eine Karriere beim Heeresnachrichtendienst oder beim Abwehramt interessiert. Denn wenn man zum Abwehramt oder zum Heeresnachrichtendienst möchte, dann ist es definitiv sinnvoll, eine Tätigkeit als Offizier beim Bundesheer anzustreben, um dann später einmal beim Nachrichtendienst einsteigen zu können. Wenn man jedoch das zivile Bundesamt bevorzugt, das wiederum besteht ja, wie gesagt, aus vor allem Personen, die gerade bei der Polizei ihre Ausbildung gemacht haben, dann muss man natürlich auch den Weg zur Polizei gehen, um dann über die Polizei später einmal sich dort bewerben zu können und letztendlich eine Karriere beim Bundesamt anzustreben. Sprechen wir als erstes darüber, wie du über eine Ausbildung beim Heeresdienst zum Nachrichtendienst kommen könntest. Wenn eine Tätigkeit beim Nachrichtendienst dein Ziel ist, dann findest du beim österreichischen Bundesheer gleich zwei Arbeitgeber. Es empfiehlt sich hierbei eine Ausbildung als Offizier, diese erfordert jedoch einige Voraussetzungen. Bevor du dich nämlich überhaupt für Jobs beim Abwehramt oder beim Heeresnachrichtendienst bewerben kannst, musst du erst einmal erfolgreich deine Ausbildung beim Bundesheer durchlaufen. Wie schon gerade erwähnt, ist es sinnvoll, wenn du eine Ausbildung als Offizier anstrebst.
Hierzu einige Voraussetzungen. Du musst hierzu die Hochschulreife besitzen und darfst maximal 27 Jahre alt sein. Nach deiner Bewerbung für die Offiziersausbildung wirst du zu einem Eignungstest eingeladen. Dieser Eignungstest umfasst einen sportlichen sowie einen schriftlichen Teil. Wenn du dich intensiv über diesen Eignungstest informieren möchtest, dann sieh dir gerne unser Video zum Bundesheer Österreich an. Es gibt auf diesem Kanal bereits ein Video, in dem ich ganz genau über diese Voraussetzungen gesprochen habe und über dieses Aufnahmeverfahren beim Bundesheer. Die Ausbildung als Offizier beim Bundesheer umfasst wiederum die Kaderanwärterausbildung 1 als auch die Kaderanwärterausbildung 2. Auch diese beiden Kaderanwärterausbildungen bringen einen Eignungstest mit sich, den du erfolgreich durchlaufen musst. Erst dann kannst du deine Ausbildung als Offizier beim Bundesheer beginnen und vielleicht einmal darauf hoffen, später einmal einen Job beim Nachrichtendienst, also beim Heeresnachrichtendienst oder beim Abwehramt zu bekommen. Sprechen wir nun über die Einstiegsmöglichkeiten im zivilen Nachrichtendienst, also beim Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung. Wenn du dir eine Zukunft beim zivilen Nachrichtendienst vorstellen kannst, dann solltest du genau diesen Weg anstreben, den ich dir jetzt zeige. Der zivile Nachrichtendienst rekrutiert seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Rängen der Polizei. Das heißt, wenn du hier diesen Weg zum zivilen Nachrichtendienst anstrebst, dann ist eine Ausbildung bei der österreichischen Polizei der richtige Weg für dich. Für die Polizei in Österreich gibt es jedoch auch ein paar Voraussetzungen, die du als Bewerber erfüllen musst. Sprechen wir jetzt einmal über die wichtigsten davon. Um eine Bewerbung schreiben zu dürfen, solltest du einen einwandfreien Leumund haben, solltest die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen und du solltest mindestens 18 Jahre alt sein. Wenn du eine aussagekräftige Bewerbung bei der Polizei einreichst, wirst du eingeladen zum Eignungstest. Dieser Eignungstest umfasst einen schriftlichen sowie einen sportlichen Teil. Auf beide Teile muss man sich sehr gut vorbereiten, denn es handelt sich um einen anspruchsvollen Eignungstest. Du findest auf diesem Kanal wiederum ein Video zum Polizeieignungstest. Das heißt, wir haben hier schon ein Video veröffentlicht, mit dem ich dir zeige, wie du dich ideal vorbereiten kannst auf diesen Eignungstest. Wenn du dieses Polizeieignungsverfahren erfolgreich durchlaufen hast, dann steigst du bei der Polizei ein und beginnst dort deinen Berufsweg. Du kannst dich in deinem späteren beruflichen Leben spezialisieren, etwa um Teil der Bundespolizei zu werden. Das wiederum erhöht auch deine Chancen, einmal beim zivilen Nachrichtendienst in Österreich angestellt zu werden. Wir sehen also, um Teil des Nachrichtendienstes in Österreich zu werden, musst du entweder eine Ausbildung beim Bundesheer oder eine Ausbildung bei der österreichischen Polizei erfolgreich bestehen und Berufserfahrung sammeln. Dein Weg führt also entweder über das Bundesheer oder über die Polizei. Und bei beiden Wegen gibt es ein Eignungsverfahren, sei es für die Ausbildung bei der Polizei oder für die Ausbildung als Offizier beim Bundesheer. Du findest die optimale Vorbereitung für deinen Eignungstest bei Plakos. Denn Plakos bietet Online-Testtrainer für das Eignungsverfahren der Polizei in Österreich sowie für das Eignungsverfahren für die Ausbildung beim Bundesheer in Österreich. Mit den Online-Testtrainern von Plakos kannst du dich sehr gut vorbereiten, sowohl auf den schriftlichen Teil als auch für die sportliche Prüfung. Für den schriftlichen Teil stellen wir dir hunderte von Übungsaufgaben inklusive Lösungen zur Verfügung. Du kannst zu Hause, unterwegs, vom Tablet oder vom PC daheim oder auch vom Smartphone aus üben, kannst dir die verschiedenen Aufgabentypen ansehen und diese so oft trainieren und wiederholen, bis du in jedem Aufgabenbereich sicher bist. Ob Abstraktionsfähigkeit, logisches Denken, Konzentrationsübungen oder sprachliche Aufgaben. Du findest in der Plakos Akademie die entsprechende Vorbereitung auf genau die Anforderungen in deinem Eignungstest, egal ob Bundesheer oder Polizei. In der Videobeschreibung unter diesem Video findest du einen Link zu unserem Online-Komplettpaket für das Bundesheer und einen Link zu unserem Online-Komplettpaket für den Einstieg bei der Polizei. Mit Videokursen in unseren Online-Testtrainern zeigen wir dir auch, wie das sportliche Auswahlverfahren abläuft, welche konkreten Übungen du hierfür trainieren musst und wir zeigen dir auch in Videokursen, wie das Interview und das Assessment beim Bundesheer und bei der Polizei Österreich ablaufen. Die Plakos Akademie ist also die optimale Vorbereitung für deinen beruflichen Einstieg und für dein Eignungsverfahren beim Bundesheer und bei der Polizei in Österreich. Schreib uns doch gerne mal in die Kommentare, wo du dich gerade befindest, ob du dich schon beworben hast, ob du gerade im Auswahlverfahren bist oder ob du dich gerade informierst. Mich würde interessieren, an welchem Punkt du gerade stehst und wenn du noch weitere Fragen zu diesem Thema hast, dann schreib uns auch gerne eine Frage unter dieses Video einfach in die Kommentare.
Abschließend wünsche ich dir jetzt noch viel Spaß mit den weiteren Videos auf diesem YouTube-Kanal. Wenn du mehr über den öffentlichen Dienst in Österreich erfahren möchtest, dann abonniere diesen Kanal und gebe diesem Video einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat. Ich freue mich auf dich im nächsten Video und wünsche dir bis dahin eine gute Zeit und viel Erfolg mit deiner Bewerbung im öffentlichen Dienst.